Okay, und jetzt? Ja, okay. Ach so, okay, sie hat den... Okay, ich bin doof. Sie hat ihren Tank aufgefüllt. Ich dachte, sie hat irgendwie den Tank von dem Tor aufgefüllt. Er hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab. Und wieso jetzt nicht mehr? Aber jetzt sind sie weg. Da wäre so einige Hausbesitzer in Deutschland drüber froh, wenn die Fledermäuse weg wären. Aus ihren Dächern. So. Bringen wir den Treibstoff zum Bötchen und dann gucken wir, ob wir erforschen können. Ich will auf eine andere Insel. Ich habe zwar noch nicht mal die Insel erforscht, aber ich will auf eine andere Insel. So. Weißt du noch, worum ich dich gebeten hatte? Wonach hattest du mich gefragt? Schokolade! Schokolade! Wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten, was? Das Meer ist sehr gefährlich, was? Wir sind auf dem Meer fast verreckt und du hast gerettet. Von dem her, wir sind das gewohnt. Versuche nie allein mit dem Boot hinauszufahren. Was ist mit dir? Naja, also schön. Ich erlaube dir alleine zu fahren. Mann, kann ich da drauf springen? Nein! Okay, wir sind allein. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich das leckere Fischrezept aus. Mal sehen, erstmal muss ich einen Rotflossenwels in den Teich fangen. Ich mache mir in der Werkstatt einfach eine eigene Angel. Geil. So. Okay, okay, okay. So, Würmer sind hier. Also, schnell zur Bude. Eine Angel machen. Dann Fische. Fische fischen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische, frisch Fisch. Nein, nicht Küche. Marmelade haben wir ja schon. Nein. Abbrechen. Werkzeug? Nein. Ja. Kopieren. Werkzeug. Stab. Warum heißt der eigentlich Holzstab, wenn es eine Angel ist? Also ja klar, eine Angel ist ja im Grunde auch nichts anderes, aber... Okay. Ein paar Karotten. Beim Rest habe ich nicht zugehört. Ja, geht mir genauso. Ich habe auch nicht zugehört. Das wird schon reichen. Also neues Rezept. Hier ein Fisch, der echt komisch aussieht. Hier sind die Gräten wahrscheinlich. Oder der Fisch war behaart. Man weiß es nicht. Dann hier undefinierbare Karottenstückchen höchstwahrscheinlich. Salat und ein bisschen Gras. Weil das Gras so schön saftig ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich hier gerne eine Kuh sein möchte, die hier grast? Ja, ich bin bescheuert. Muss ich das Zeug jetzt eigentlich sammeln? Ich check bei dem Spiel irgendwie manchmal nicht so richtig durch, was ich tun soll. Ja doch, koche ein leckeres Gericht. Wir müssen halt mal vielleicht schauen in der Küche. So. Ah, Karotten habe ich. Die habe ich ja vorhin gesammelt, stimmt ja. Also ein Rotflossenwels. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele unterschiedliche Fische, sodass ich da jetzt ewig lang dran bin. Weil, wo ist denn die Angel jetzt? Okay. Oder hätte ich noch was bauen müssen? Ich sollte echt die Texte lesen. Nee. Dann werde ich eine Ziege. Ich bin eine Ziege, die hier grast. Dann kann ich den Bart behalten. Wartet. Ja, nee, ich hab das ja jetzt. Hä? Oder muss ich einfach ans Wasser und dann macht die das automatisch? Oh, so schön mit den Möwen hier. Geil. So. Also, nehmen. Angeln gehen. Was? S. Was muss ich tun? Ach so. Hochkompliziertes Angeln hier. So, wir haben ein Wels. Und ich habe einen Erfolg bekommen. Finde ich toll. Warte, haben wir wieder was zum Füttern? Bleib hier. Ach, schade. Das wurde vorhin dicker. Das wurde automatisch dicker. So, Küche. Akzeptieren.
Leckerer Fisch? Fragezeichen. Das sieht nicht wirklich lecker aus, nein. Das habe ich dir gleich gesagt. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein, wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück. Müssen wir jetzt einen Leuchtturm anfeuern? Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche nur eine Fackel. Das ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. So, neues Rezept für eine Fackel. Ah ja. Aber jetzt muss ich ja einen Baum fällen, ohne wieder einen neuen zu sehen. Das ist ja fast schon. Nee, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Beziehungsweise haben wir noch einen Samen? Nein. So. Okay, akzeptieren. Ja, Feuer ist gefährlich, bla bla bla. Patschehändchen verbrennen und so sollte nicht sein. Okay. So, Berggipfel. Wo sind wir hin? Einfach da geradeaus. Nicht wirklich ein Berggipfel. Das ist eine kleine Erhebung. Vor allem die Musik ist halt echt geil, finde ich. Oh, ich muss mich beeilen. Hey, warte, ist die Fackel dann am Arsch? Brauche ich dann wieder Holz? Muss ich dann wieder zurück? Hoffentlich nicht. Ja, gleich hochrennen sollen? Verdammt. Ah, nee, okay. Hier. Ich glaube, ich kann ja von hier aus sehen, wo. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ja, aber ich schaue ja in die komplett falsche Richtung. Ich kam ja von... Also... Von der anderen Seite da. Hallöchen, Basti. Wie geht's dir? So, das Boot ist auf jeden Fall da und sie steht da. Wir beobachten sie. Ja, eigentlich haben wir überhaupt Leben. Ich glaube nicht. Platsch, platsch, hallo Wälzchen. Jetzt kriegt sie den behaarten Fisch. Oder den Krätenfisch, ich weiß es nicht. Hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Oh. Oh. Kriegt die arme Kleine keine Schokolade. Das Fischrezept, was sie so gerne mag? Ach so, okay. Ja, klar. Behaarter Fisch auf Orangenmarmelade. Oh Mann. Sein Abend war wieder heftig. Hashtag Wohnheimleben. Oh Mann. Ja, bei mir war es gestern Abend heftig im Vigorleben. So. Ach ja, weil es der erste Versuch war, war es kacke. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor, zu scheitern oder falsch zu liegen. Das ist eine sehr gute Weisheit. Mach einfach morgen wieder Abendessen, dann übermorgen, dann überübermorgen. Alter, die wälzt auch wirklich all ihre Arbeiten auf uns ab. Laufe niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich es besser. Genau. Komm zu Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen, aber nimm zuerst diesen Schlüssel und hol mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Mein Kristall so? Schreibt man doch mit I. Oder ist das irgendwie ein Wortwitz von... Nee. Ach, keine Ahnung. Aus deiner Truhe, ja? Du hast mir noch nie erlaubt, in deiner Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Okay. Müssen wir jetzt zurück zum Haus? Wo ist die Truhe? Nachher erstmal schön mit Restalkohol in Arbeit. Alles klar. Äh,
Bei mir war gestern auch heftig, nur 6 Subs und ich habe die 35 Subs zusammen und damit Emote-Slot Nummer 4. Ich hänge immer noch. Warte. Aber vor allem bin ich. Hey, danke schön, hey, Captain Fire. Ich liebe dich, Junge. Ich bin ein taubes Mäuschen. Vielen Dank. Wie viele Slots hat man denn? Ich bin gerade verwirrt. Hat man am Anfang nicht 3? Müsstest du nicht schon mehr haben? Ach so, Nummer 4 der zusätzlichen Slots. Also hast du insgesamt dann 7. Ach so, okay, jetzt verstehe ich es. Yay, Angry Hydrol. So, diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir und einer Menge Briefe und Papier. Akku bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Aber dann ein Kristall in ihrer Kiste haben. Ist klar. So. Ab zum Tor der Wächter. Zack, 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 zack. So, und jetzt? Was wolltest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja, sie beschützten das Meer und das Tor. Genau, wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffneten das Tor mit Hilfe der 4 Kristallen. So hat sie alle umgebracht, um der alleinige Wächter über das Meer zu sein? Interessante Theorie, würde ich sagen. Nur wenn Mara in großer Gefahr ist. Ja, wir und unsere Axt sind schon eine große Gefahr für das Ökosystem auf Mara, würde ich mal behaupten. So, sie wird sich öffnen, wenn die 4 Kristalle hier eingesetzt werden, wie 4 Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Außer sie, sie ist da geblieben. Oder sie hat die anderen Wächter umgebracht. Denkt drüber nach. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara. Stimmt. So wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Oder komplette Arbeit auf uns abwälzt und unsere Schokolade vergisst. Ja, ich würde am liebsten nichts tun. Ja, wer würde das nicht? Ja, wohl nichts tun ist auch immer kacke. Man braucht so ein... nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Doom-Helm alleine zählt nicht, doch würde ich schon sagen. Einfach so nackig in der Wohnung rumrennen, Doom-Helm auf dem Kopf. Passt. Schön noch vorm Fenster, sodass alle sehen können, dass du einen Doom-Helm hast. Also nicht, dass du nackig bist, sondern dass du einen Doom-Helm hast. So. Verantwortung zu übernehmen, kriegen wir jetzt einen Hund. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Du musst anderen helfen. Immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen. Okay. Oder einen Samen einpflanzt. Aha ja. Das könnte man jetzt auch... egal. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann anderen nützen. Müssen wir alle helfen, selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen schaust. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft, ja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Oh nein. Der Stream kackt ab. Funktioniert es wieder? Bin ich wieder am Start? Hallo?
Nee, bin ich nicht. Fuck. Ich habe kein Internet mehr. Wow. Oh, verdammt. Naja, die im Let's Play haben jetzt exklusive Inhalte. Bindung wird hergestellt. Schauen wir mal, ob das was wird. In der Zwischenzeit gehe ich mal auf Twitch am Handy. Da habe ich noch Internet, scheinbar. Mindestens über Daten. Also exklusive Inhalte im Let's Play. So muss das sein hier.